Hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video werde ich 11 Tipps mit dir teilen für mehr Erfolg in deinem Network Marketing Business. Lass uns loslegen. Tipp Nummer 1 ist, lerne deine Angst zu überwinden. Ja? Die Menschen, kleiner Tipp dazu, wie du das machen kannst. Wenn die Menschen haben im Prinzip so zwei Dinge, die sie antreiben. Das ist einmal Schmerz vermeiden und Freude empfinden. Und eine Möglichkeit, ja, seine Angst zu überwinden, ja, ist, sich zu überlegen, was kostet es mich, wenn ich jetzt meine Angst nicht überwinde. Die andere Variante ist gerade umgekehrt. Was bringt es mir, wenn ich meine Angst überwinde? Ja? Und beide Wege, ja, führen dazu, dich ins Handeln zu bringen. Und Handeln ist etwas, was wir brauchen im Network Marketing. Das heißt, wenn du jetzt genau weißt, du solltest den Call machen, du solltest den Telefonanruf machen und du zögerst jetzt aber oder hast Angst, ja, dann kannst du dir die Frage stellen, was kostet es mich, wenn ich diesen Anruf jetzt nicht mache? Ja, es kostet mich zum Beispiel, dass ich vorankomme, dass ich einen neuen Vertriebspartner rekrutiere, dass ich weiterhin Schicht arbeiten muss, morgens um 4:30 aufstehen, etc. Ja, du kannst dann also genau fühlen, was dich das Ganze ja eigentlich tatsächlich kostet. Und auf der anderen Seite kannst du dich fragen, was bringt es mir, wenn ich jetzt meine Angst überwinde? Ich habe mehr Zeit für die Familie, weil ich kann meinen Job kündigen, wenn ich das lerne, das regelmäßig zu machen. Ich muss nicht mehr morgens um 4:30 aufstehen, falls du Frühschicht arbeiten musst. Ja, ich habe wieder mehr Zeit für das, was mir wirklich wichtig ist. Ich muss nicht in eine Fabrik gehen oder was halt eben halt so deine Gründe sind. Ja? Also lerne deine Angst zu überwinden. Dann zweiter Punkt. Trickse mit einem System quasi deine Schwächen aus. Wenn du merkst, Präsentation tust du dich immer schwer. Hast du Probleme mit? Jetzt kannst du natürlich immer weiter daran arbeiten, was du auch tun solltest, damit du Schritt für Schritt besser präsentieren kannst. Du kannst aber auch dir einmal die Zeit nehmen, ja, eine Präsentation zu erstellen oder wahrscheinlich gibt es die von deinem Unternehmen sogar schon oder eben diese Präsentation zu erstellen und dann quasi alles, immer wann du präsentieren musst, auf dieses Hilfsmittel zu verweisen. Ja? Und das kann jeder. Ja? Du musst es halt einfach dann tun. Das heißt, überlege dir, wo sind die Schwachstellen bei dir, wenn du zum Beispiel Schwierigkeiten hast, neue Kontakte zu machen. Überleg dir, wie kannst du automatisiert neue Kontakte für dein Geschäft gewinnen? Was musst du dazu tun? Ja, das ist das, was ich damit meine. Trickse deine Schwächen mit Systemen aus. Ja, dass du für alles, was du nicht so gerne tust oder nicht gut kannst, dass du da etwas oder jemanden hast, der das für dich macht. Ja, also trickse deine Schwächen mit Systemen aus. Der dritte Punkt, hab immer wenig Zeit. Die Menschen, die müssen merken, dass du ja was zu tun hast, dass du beschäftigt bist, ja, und dass du nicht auf sie wartest, weil das weckt den Anschein der Bedürftigkeit. Und was du nicht haben willst, ist, dass du bedürftig rüberkommst. Ja? Deswegen, wenn du mit einer Person sprichst und die auf dein Geschäft einladen willst, hab es eilig, verweise auf das Hilfsmittel. Ja? Wenn du willst, dass eine Person bei dir Kunde wird, ja? Verweise auf die Hilfsmittel. Ja? Also, wichtig, schau, dass du immer einen Grund hast, warum du jetzt nicht in die Details reingehen musst. Ja? Wenn natürlich ein Kunde eine Frage zu einem Produkt hat, dann musst du die natürlich schon beantworten, ist klar. Ja? Aber wenn du jetzt, ich gebe dir ein Beispiel mal angenommen, du bist jetzt mit einer Person am Sprechen, ja, und fragst, ob sie noch genug Platz auf ihrem Bankkonto hat, ja, für ein bisschen Geld. So, und die Person sagt, ja, würde ich, was muss man denn da konkret machen? Dann ist es aus meiner Sicht die schlechtere Option, die du machen kannst, der Person das jetzt alles zu erklären, ja, sondern
Die bessere Variante wäre zu sagen, du, hör zu, ich bin gerade in Eile und das Thema, das jetzt zwischen Tür und Angel zu besprechen, das wäre dem Ganzen nicht gerecht. Aber wenn du willst, gib mir mal kurz deine E-Mail-Adresse. Ich sende dir dann vorab die Informationen zu und dann, wenn du es dir angeguckt hast, dann können wir darüber sprechen und deine Fragen klären. Bis wann kannst du dir denn die Präsentation anschauen? Ja? So, und dann kannst du im Prinzip zu dem vereinbarten Termin anrufen, die Fragen klären, die Person einschreiben. Also deswegen, hab's immer eilig, hab wenig Zeit. Egal, was der Grund dann ist, warum du wenig Zeit hast, wichtig ist, dass du eine hast. Dann Punkt Nummer 4, Fragen stellen, lerne zuzuhören. Auch das ist immer so, was ich häufig erlebe, dass, ja, du bist in einem Gespräch und die Person signalisiert Interesse und dann geht's bam, 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 bam. Das ist Merkmal, Merkmal, Merkmal. Deswegen solltest du unbedingt da mitmachen und, und. Also es wird immer gesprochen, 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 anstatt einfach mal zuzuhören und zu fragen, was ist denn eigentlich das Problem? Was sind die Gründe, um dann eben das Angebot zu machen? Und da sind wir dann auch dann schon gleich bei Punkt Nummer 5. Finde heraus, was oder wo du helfen kannst. Ja? Was ist die Schwierigkeit der Menschen? Welche Probleme haben sie? Und dann biete die Lösung an. Ja? Und dann mach das Angebot. Ja? Also, wenn du herausgefunden hast, eine Person arbeitet 70 Stunden die Woche, steht kurz vorm Burnout, ja, und kannst so du nicht mehr weitergehen, ja, dann mach dein Angebot. Ja, also und dann zeigt der Person, wie sie dieses Problem lösen kann. Ja, also Punkt Nummer 5. Punkt Nummer 6 ist, mach Komplimente. Ja, nichts öffnet die Menschen so sehr wie ein Kompliment. Aber wichtig, Kompliment muss ernst gemeint sein. Ja, also musst schon das, was du sagst, dann auch ernst meinen. Nicht irgendwie einfach sagen, oh, du hast einen schönen Pullover an, obwohl du das gar nicht jetzt so empfindest, ja, sondern wie gesagt, mach wirklich ernst gemeinte Komplimente in Bezug am besten auf die Person, auf wenn sie etwas gut gemacht hat oder wenn sie zum Beispiel über einen Erfolg erzählt, ja, dann wertschätze das Ganze auch. Schritt Nummer 7, sag öfter nein, ja. Das ist wichtig, dass du dir antrainierst, öfter Nein zu sagen. Warum? Weil du die Zeit einfach brauchst, um die richtigen Partner zu finden. Es ist nicht entscheidend, dass du viele Partner einschreibst und findest. Ja? Entscheidend ist, dass du die richtigen Partner findest. Natürlich wirst du da dazu eine gewisse Schlagzahl brauchen. Du wirst eine gewisse Zahl Menschen eben halt durch das System durchbringen müssen, bis dann die richtigen sich rauskristallisieren. Aber du musst lernen, Nein zu sagen, weil sonst hast du keine Zeit mehr für die Menschen, die tatsächlich deine Hilfe brauchen und die auch die Hilfe verdienen, weil sie gemeinsam mit dir in eine Richtung gehen wollen. Ja? Wenn du tagtäglich mit Menschen deine Zeit verbringst, die nicht mit an deinen Zielen arbeiten wollen, weil sie dadurch ihre Ziele erreichen können. Ja, wenn du merkst, dass du viel zu viele Zeiträuber um dich herum hast, ja, die einfach nur ja deine Zeit quasi in Anführungszeichen stehlen, ja, dann lerne einfach mehr Nein zu sagen und dich mit den Menschen zu verbinden, wo ihr auf Augenhöhe ja, ich sag mal, in die gleiche Richtung gehen wollt. Dann Punkt Nummer 8, sei verbindlich und konkret. Ja? Sag wirklich konkret, was du erwartest und was du bereit bist zu geben. Sag konkret und sei verbindlich, bis wann werden gewisse Dinge erledigt, sodass jede Partei immer ganz genau weiß, woran sie ist. Ja? Und bis wann gewisse Dinge einfach zu erledigen sind. Ja, also wenn du mit einer Person sprichst, frag ganz konkret, bis wann kannst du definitiv die Präsentation angesehen haben oder die Infos angesehen haben, mach einen Termin aus und dann sei aber du auch konkret und verbindlich und melde dich pünktlich zu dem Termin, wo ihr vereinbart habt. Also sei verbindlich und konkret. Dann Punkt Nummer 9. Überleg dir immer, wer ist dein idealer Kunde und wer ist dein idealer Vertriebspartner? Welche Charaktereigenschaften braucht die Person? Welche Charaktereigenschaften sollte sie mitbringen? Welche Fähigkeiten sollte sie mitbringen? Welche Schwierigkeiten hat die Person etc.? Einfach damit du die Person erstens mal erkennst, wenn sie vor dir steht. Und zum anderen kannst du dich bei Gelegenheit dann auch mal hinterfragen, ob du diese Charaktereigenschaften dementsprechend auch mitbringst und ob du ja ebenfalls
so bist. Ja, also was in der Praxis nie funktioniert, ist, wenn du unpünktlich bist, aber von anderen Leuten Pünktlichkeit erwartest. Ja, weil das funktioniert in der Regel nicht. Also du musst schon als gutes Vorbild oder du darfst schon als gutes Vorbild dann auch vorangehen. Punkt Nummer 10 ist, werde Profi und beherrsche das, was du tust. Und es das heißt nicht, dass du alles sofort immer wissen musst, sondern es das heißt einfach, dass du gut vorbereitet in die nächste Aktion gehst. Das heißt, wenn du morgen ein Beratungsgespräch hast, dann solltest du heute spätestens auf dieses Gespräch vorbereitet sein. Du solltest also konkret wissen, was dort in diesem Gespräch abgeht. Ja? Was sind die Bedürfnisse? Was sind die Wünsche des Kunden? Und dann dann dabei helfen, das Ganze umzusetzen. Das heißt, dass du auch schon das mitbringst, was auch tatsächlich dazu führt. Ja, und dann wird es im Prinzip einfach. Ja, weil in dem Moment, wo wir eine Lösung präsentieren für ein bestehendes Problem, dann wird es viel, viel einfacher, wie wenn wir im Trüben fischen. Dann Schritt Nummer 11, last but not least, fange an, den Weg zu lieben und löse dich vom Ergebnis. Das heißt nicht, dass du nicht deine Ergebnisse im Blick haben solltest, aber du musst lernen, den Weg zu lieben, ja, weil du kannst nicht immer das Ergebnis beeinflussen. Was du aber beeinflussen kannst, sind die Aktivitäten dorthin. Und wenn du lernst, die Aktivitäten zu lieben, ja, dann wirst du es öfters tun. Und alles, was du öfters tust, wird auch bessere Ergebnisse dann im Laufe der Zeit mit sich bringen. Okay, das waren jetzt so meine 11 Tipps. Falls das Ganze für dich hilfreich war, teile es mit deinem Netzwerk, gib der Sache hier einen Daumen hoch und natürlich ist das Ganze nicht vollständig. Mich würden auch noch deine Ergänzungen zum Thema interessieren. Nutze dazu einfach die Kommentarfunktion. Ansonsten, falls du Lust hast, mit mir zusammenzuarbeiten, findest du ebenfalls unterhalb des Videos weitere Infos. Ja, in diesem Sinne, maximalen Erfolg, alles, alles Gute, bis zum nächsten Video, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.